So, los geht's mit den Details. Christoph, ja. Was haben wir hier? Pads und Hall ohne Ende. Und Hall und Pads. Und noch mehr Hall. Und das alles schön eingebettet natürlich von den Drums. Ja, hier kommen sie gerade hoch. Genau, das ist auch eines der Hauptmerkmale, dass die Drums sich über den ganzen Song irgendwie entwickeln, gerade in der ersten Hälfte, um einerseits eine Atmosphäre zu erzeugen, um Charakter reinzubringen und natürlich auch das Arrangement aufzubauen. Okay, das passiert ja mit einer Filterfahrt. Das ist der Sugar Bites Wow, genau. Direkt in zweifacher Ausführung. Einmal als High Pass und einmal als Low Pass. Man hat dann quasi einen Bandpass. Man hat einen Bandpass, aber kann die Bänder getrennt voneinander bearbeiten und hat noch mehr Möglichkeiten, detaillierter darauf einzugehen. Ja. Und das Ganze hier einfach per Automation hochgezogen. So dass dann halt hier schön die Drums langsam hier reinkommen. Bleiben wir mal bei den Drums. Das ist ja schon ein ziemlich opulenter Sound. Also es trägt ja auch zur Stimmung bei. Also es sind nur 95 BPM haben wir. Ist also eh schon sehr getragen. Und klingt einfach groß und riesig. Ja, wie kriegt man einen großen und riesigen Drum-Sound hin? Wo kommen die Sounds her? Was diesmal aus dem Abbey Road Modern Drummer als Basis. Mhm. Das ist sowieso schon ein aufgenommenes Kit mit allen möglichen Raummikros und so weiter. Das heißt, das ist in sich schon groß. Okay, ich gehe mal zu einem Part, wo hier schon alles offen ist. Keine Filter mehr drauf. Da sieht man, das ist quasi unser Anteil des Soundes, der eine Natürlichkeit gibt und die Rauminformation. Und da uns das aber nicht gereicht hat, haben wir zusätzlich noch ein programmiertes Kit drüber gelegt. Yep. Und haben da den endgültigen Sound dann. So, das ist ja auch riesig. Das sind Sounds aus Battery 4. Beziehungsweise dieses eine Kit, das legendäre Dragon Kit, gibt es, glaube ich, ja, mindestens seit Battery 3. Und hat halt einen ganz charakteristischen Sound. Einfach eine ultra dicke Snare und Kick. Irgendwie metallisch, irgendwie elektronisch, aber Hauptsache irgendwie groß. Sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob die im Original auch zumindest als Layer irgendwo noch zum Einsatz kommt, aber etwas Ähnliches ist hat es eine, wohl. Eine Ähnlichkeit auf jeden Fall. Diese riesigen Hallräume da drauf, die sorgen natürlich dafür, dass man eben erst diesen ganz, ganz großen Hallensound hat, dass es eben so atmosphärisch wird. Das gucken wir uns, wie gesagt, nachher im Hall-Special an. Aber ich kann ja einmal nur zum Vergleich hier mal alles ausschalten. Den Hall ausschalten und dann hört man eben, wie der Ursprungssound war. Was grundsätzlich noch wichtig ist zu dem Drum-Sound, oft haben wir es ja, dass der Drum-Sound extra mono ist und in der Mitte. Mhm. Bei dieser Produktion haben sich das Produzententeam dazu entschieden, es genau andersrum zu machen. Wir haben eine breite Snare, eine große Kick und da ist nichts mono, das ist alles breit und trägt auch dazu bei. Sehr schönes Plugin übrigens, hier das Brainworks BX Solo, Freeware übrigens, hat dann hier eine sehr schöne Mitte-Seite-Stereo-Verbreiterung eingebaut. Leider in der Freeware begrenzt auf eine Rasterung, sodass man halt hier direkt auf 150% geht. Aber das passt in diesem Fall auch. Ja, mehr Breite ist hier auf jeden Fall die bessere Wahl. Genau. Danach kommt hier noch ein Summenkompressor. Diesmal von Stephen Slade, ist an den legendären SSL-Buskompressor angelehnt, hat nur noch mehr Möglichkeiten. Es gibt hier noch einen High-Pass-Filter und direkt eine eingebaute Parallelkompression. In diesem Fall ist es aber einfach ganz, ganz klassisch eingestellt und der verdichtet einfach nur die Drumgruppe. Kann ich ja auch nochmal hier ausschalten, hört man halt sofort den Unterschied. Ist auch gar nicht massiv, es ist einfach eine... Aber es wird einfach irgendwie dicker. So, der Beat wird dann noch ein bisschen ergänzt, auch um ja, sehr charakteristische Sounds. Vor allem
sind die gar nicht mal so, so hörbar. Also wenn ich jetzt das Pattern anmache, denkt man eigentlich nur, es Kick und Snare. Es Kick und Snare. Ja. Das ist im Original genauso, es liegt jetzt nicht an uns. Und ist trotzdem noch ein bisschen Hi-Hat drin, aber schön kaputte Sounds. Das sind jetzt einfach Samples, links, rechts gelegt. Noch ein Ride dazu. Ja, da durchforstet man einfach die Libraries nach möglichst kaputten Sounds. Ansonsten tut es natürlich immer Bitcrusher und Camel Crusher da drauf. Dann kommt hier noch ein Tambourin dazu, wie so häufig. Das sorgt hier für schöne Atmo. Ist auch wiederum in einen riesen Hall getaucht. Auch da würde ich sagen, Hall ist Teil des Specials. Gucken wir uns im nächsten Part nochmal ganz genau an. Das ist eigentlich grundsätzlich von den Drums. Und im allerletzten Chorus kommt dann nochmal eine größere Tambourin dazu, die noch Rhythmus macht und ja somit den letzten Chorus von denen davor nochmal abhebt, damit im Arrangement auch noch was passiert. Ja, aber plötzlich hier 16. Spiel. Genau. Ansonsten ist es echt durchgehend Drums, ist wenig ja auch Variation. Erinnert mich übrigens auch gerade mal ein bisschen hier an Sinead O'Connors größten Hit, Nothing Compares to You. Einfach großer, riesen Drumbeat, kein Bass, nur Pads. Vielleicht ist es sogar tatsächlich ein bisschen dran angelegt, wenn ich nochmal höre. Als nächstes die ganze Bassfraktion. Bass. Diesmal haben wir keinen echten Bass, der irgendwie Achtel spielt oder Sechzehntel oder präsent dadurch ist. Es ist ein sehr... Ja, im Prinzip diesmal Bass, wofür der Bass gemacht ist, um einfach tiefe Fundament zu geben. Er ist nicht wirklich hörbar, es ist wirklich nur dazu da, um dem Ganzen ein grundlegendes Fundament zu bieten und die harmonische Struktur zu festigen. Sind auch einfach alles Synthbässe aus dem Trillion. Mal wieder. Big Boy Oscar aus dem Oscar. Auch hier funktioniert ja eigentlich die Soundsuche ähnlich wie beim Omnisphere aus. Auch, dass man eben sagt, okay, ich suche einen Synth-Bass und dann gibt es hier verschiedene Kategorien, dass ich direkt Dark, Sub, was auch immer irgendwie auswählen kann. Dann einfach ja, nach passenden Presets suche und die entweder wieder stacke, layer mit anderen Sounds oder halt Abfilter oder im Plugin selber auch noch mit den Parametern verändere. Und auch hier ist es wie bei den Drums. Wir haben nicht nur einen Monobass, sondern er geht auch in die Breite. Auch die Saiten bekommen was von den tiefen Frequenzen ab, was man ja oft vermeidet. Aber in diesem Fall trägt es halt zu dem ganzen Charakter einfach hier, bei. Der ist auch besonders schön. Basspad. Ja, macht richtig schön. Atmo. Tiefer Atmo. Wenn wir bei tiefer Atmo sind oder generell Atmo, kommen jetzt hier die ganzen Pads zum Zuge. Das ist wiederum eine Mischung aus Synth-Pads und Strings. Oder String-Synths. Genau, String-Synths. So, was haben wir hier? Ist natürlich prädestiniert wieder der Omnisphere. Und auch hier funktioniert eben wieder die Auswahl über hier den Patch-Browser, wo man halt sehr gezielt eigentlich nach atmosphärischen Pads suchen kann, durchhören und gucken, was passt. Dann eine Mischung draus machen, viele Layern. Jetzt haben wir hier Pad 1, Pad 2, Pad 3, schon ein bisschen stringmäßiger. Und dann hier das String Pad, was halt wirklich Strings sind, aber auch noch aus dem Omnisphere. Die Strings hast du auch noch mal hier gedoppelt. Genau, das Wichtige ist vor allen Dingen auch, dass die Strings und die Pads sich auch entwickeln vom Intro bis zum Refrain. Im Intro hat man wirklich nur ein ganz kleines Spektrum, also da sind wirklich kaum Bässe und kaum Höhen. Bis es dann zum Refrain geht, wird es immer breiter und immer dichter. Man sieht das ja sogar optisch im Arrangement, dass halt hier wir mit wenig Spuren anfangen und dann kommt nach und nach hier einfach immer mehr dazu. Und hier im Refrain-Teil sind ja nicht nur hier die Bässe gelayert, sondern die Pads kriegen nochmal ein Layer hier aus Strings. Hier haben wir gleich drei Sounds addiert, die aus den East-West Hollywood Strings kommen. Dann die von den Contact Factory Library. Das ist funktioniert, ist ein guter Tipp,
um einen individuellen String-Sound hinzubekommen. Einfach alles, was man an Libraries zur Verfügung hat, laden und daraus ein schönes Layer bauen. Was nicht zwingend heißt, dass man immer nur die teuersten Libraries haben muss. Das kann auch ein String-Sound eben aus dem Omniture sein. Das könnte aber auch, eigentlich noch, wenn man noch Hardware-Synthes hat, ein Sound aus einer Roland Workstation oder aus einem Motif sein, die fantastische String-Sounds haben. Hier auch noch aus den Session-Strings. Aus Kontakt. Also selbst hier haben wir dann ja eigentlich zwei Libraries kombiniert im Kontakt selbst, hier im Complete Bundle mitgeliefert werden. Und so kann man sich dann eben so ein schönes Layer bauen. Zusammen jetzt noch mit dem Stringpad. Aber auf jeden Fall eine Menge Strings, die das alles abdecken. Genau, die Strings dürfen ja hier hinten auch noch einen schönen kleinen Aufgang spielen. Und sehr gut. Schön. Da gibt es extra ein Patch in der Play-Library, die für solche Runs prädestiniert ist, weil die da besonders kurz gespielt sind und damit sind diese Läufe überhaupt möglich. Mit einem normalen Legato-Patch ist das so nicht einfach möglich. Ja. Und hier nicht über das Key-Switches gelöst, sondern es ist einfach eine neue Instanz geladen und dann hier auch nochmal abgedoppelt, wiederum mit mehreren Versionen davon. Und die zusammen ergeben dann diesen Lauf. Auch hier ist wieder schön Hall drauf. Auch dazu gleich mehr dann im Hall-Special. Was das Ganze jetzt noch irgendwie ein bisschen interessanter macht, sind noch zwei Synth-Pads. Sind es jetzt nicht ganz. Sie sind sehr, sehr dreckig. Irgendwie, die geben so ein bisschen was du auch schon sagst, diese Indie-Note damit rein. Es ist doch nicht ganz glatt gebügelt. Klingt wie ein kaputt gemachter Chor. Ja, genau. Ist in diesem Fall ein Sound aus dem Silent One. Ein bisschen abgefilterter, dreckig gemachter Sägezahn. Und dazu ganz interessant hier der Sidechain-Synthesizer, der so erstmal so klingt, aber gekoppelt ist an die Kick. Nicht reagiert. Ach so, jetzt. Weil die Sense noch ausgeschaltet waren. So, jetzt. So, das heißt, hier auf der Sidechain Synth-Spur liegt der Cubase-Kompressor. Man aktiviert hier oben dieses Sidechain-Symbol und ab sofort steht dieser Sidechain-Weg als Sense zur Verfügung. Und dann gehen wir hier in die Kick-Gruppe und hier kann ich jetzt in den Sense diesen Sidechain-Kanal anwählen und immer wenn jetzt halt die Kick ertönt, dann wird dieses Pad eben weggedrückt. Das Schöne ist hier natürlich, natürlich gibt es ja auch die ganzen klassischen Sidechain-Plugins, die man inzwischen hat, schmeißt man einfach als Insert rein, aber in diesem Fall ist ja dieses Pattern eben nicht so gerade. Keine Achtel oder Viertel. Genau, und deswegen ergibt es halt so eine sehr schöne Rhythmik, wie dieses Pad pumpt. Und es macht sehr viel Charakter einfach. Das Pad ohne das Sidechain wäre jetzt nicht, was man gerne hätte, aber. Nee, das klingt ja einfach so. Genau, aber mit Sidechain ist es das ist eine sehr interessante Note, die auch ab und zu nur aufblitzt und irgendwie dem Ohr noch was zu hören gibt. Mhm. Wir sind die ganze Zeit dabei, eigentlich immer nur noch mehr atmosphärische Sounds zu stacken und so geht es auch munter weiter. Nämlich hier mit Rhodes und Piano. Beides aus der Native Instruments Complete Library. Und gerade beim Piano würde ich sagen, ist es tatsächlich auch nur eine Farbe. Ne? Ja, sehr, sehr weich und breit. Nicht sehr aggressiv, aber trotzdem sehr, sehr präsent. Also es ist nicht im Hintergrund, sondern gibt auch schon, ist und, gut zu hören. Ja, und gibt dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen eine Singer-Songwriter-Note. Intime Atmosphäre auf jeden Fall. Kommt immer gut. Ja. Okay, letzter Punkt sind hier noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Gitarre im Off hier. Ist einfach so ein bisschen Bewegung macht. Ist im Original entweder eine Gitarre oder auch ein Synth. Später klingt es eher wie ein Synth. Genau, im Intro denkt man, das ist eine Gitarre und später aber. Genau, aber es geht auch nur darum, dass man eben nicht nur dieses starre Pad hat, sondern irgendwie Bewegung da reinkriegt. Das ist ja immer das A und O in Popmusik.
die Sounds müssen immer sich organisch bewegen. Wenn ich als Band im Proberaum stehe, da ist auch nichts starr. So, da wackelt alles, da ist Dynamik drin und Synthi-Sounds sind per se erstmal gerne starr und da muss man halt gucken, wie man eben mit so Filterautomation oder Lautstärkefahrten irgendwie eine Modulation da reinbekommt. Und dann hier so ein kleines Arpeggio zu bauen, ist dann eben auch eine schöne Maßnahme, um irgendwie Bewegung, Speed in dieses Intro reinzubekommen. Ja, fehlt eigentlich nur noch Ellie Goulding, die oben drüber singt. Und dann wäre der Song fertig. Genau, also wenn man es zusammenfasst, viel Atmosphäre aus Pads, einen großen Drumbeat, der Platz lässt vor allem, also es darf auch nicht zu viel gespielt werden, eine schöne Stimme drauf. Also dieser Sinéad-O'Connor-Vergleich, der zwingt sich mir immer mehr ab. Okay, dann schauen wir im nächsten Part uns mal diese ganzen Hallräume an, die eben dafür sorgen, dass es so ultra-atmosphärisch klingt. Bis gleich.